Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen hier bei Löwenherzlandemont zu euren Wochenenergien vom 14.11. bis zum 21.11. Was kommt da auf euch zu? Hier kurz und knackig in drei Karten. Abgeklärt, was sind die Energien, womit beschäftigt ihr euch oder müsst ihr euch beschäftigen? Eine Karte aus dem Tarot bitte. Ups, das sind zu viele. Eine Karte aus dem Tarot für die Zwillinge in dieser Woche. Das sind zu viele im Rat des Universums noch bitte. Für die Zwillinge. Ja, meine Lieben, es geht hier darum mit den Acht der Kelchen. Ihr verlasst hier oder beendet hier schweren Herzens etwas in dieser Woche. Was heißt schweren Herzens? Wir haben hier Acht der Kelche und man fühlt sich da doch eigentlich ganz wohl, aber eigentlich möchte man auch was anderes. Und ihr seht hier diesen Menschen, der voller Leidenschaft diese Situation hier verlässt, und es kann hier an ein familiäres Thema tatsächlich auch gehen. Ja, was eben ausgedient hat letztendlich, ja. Man fühlt sich zwar wohl, aber es kommt nichts mehr Neues und dann muss man auch mal die Richtung wechseln, und das Universum fordert euch hier auf, lerne etwas Neues, es ist okay, dass du hier deine Richtung änderst, die Situation verlässt. Das ist halt das Leben, ne? Man kann nicht stehen bleiben. Man möchte ja auch hier mehr als acht der Kelche haben. Man möchte 10. Und lass dich hier auf was Neues ein in dieser Woche.